Zu einem neuen Video. Wir haben heute Sonntag und ich hatte irgendwie Lust, mir heute so einen richtigen Self-Care-Beauty-Tag zu gönnen. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Trend auf TikTok kennt. Der nennt sich Everything Shower. Und im Grunde geht es dabei darum, dass man diese komplette Routine unter der Dusche durchzieht. Also alles, was man eigentlich unter der Dusche machen kann. Also vielleicht nicht so diese normale Duschroutine, die man so eher im Alltag macht, wenn es auch dann eher schnell gehen soll. Sondern wirklich, wenn man sich einmal so das volle Programm gönnen möchte. Und ich dachte mir, dass ich euch heute bei dieser Everything Shower mitnehme. Und zwar nicht nur die Shower an sich, sondern auch davor und danach das volle Programm, alles, was man an Beauty-Treatments machen kann. Ich werde da auch einige so Beauty-Trends mit reinnehmen, die so gerade oder auch in der vergangenen Zeit immer mal wieder aufgekommen sind und darüber sprechen, sagen, was ich davon vielleicht mache, was ich regelmäßig mache. Ich sage schon mal vorab, dass diese ganze Routine nichts ist, was ich so immer mache. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass Leute sich das ansehen und sich denken, das ist ja komplett übertrieben und wer braucht das alles? Natürlich braucht man das nicht alles, aber irgendwie ist es auch ganz nice, wenn man sich einmal an so einem Tag so richtig was Gutes tun kann und man sich danach so richtig fresh fühlt. Und so ein Sonntag ist auf jeden Fall perfekt dafür, weil ich glaube, das wird jetzt eine Weile dauern, vor allem wenn ich euch auch noch dabei mitnehme. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der Beauty-Routine. Als allererstes beginnen wir mit dem Hair-Oiling, damit das einziehen kann, während wir den ganzen Rest machen. Kurz nochmal vorab, ich werde versuchen, euch alles in die Infobox zu verlinken, jedes Produkt, was ich benutze, nur dass ihr da Bescheid wisst, schaut da gerne vorbei, falls ihr euch für ein Produkt mehr interessiert. Das Hair-Oiling ist eine Kombination aus Öl und Kopfmassage und soll dazu dienen, das Haarwachstum anzuregen. Und ich weiß, da spalten sich auch so ein bisschen die Meinungen. Ich habe teilweise Leute gesehen, die gesagt haben, boah, es hat mir gar nichts gebracht. Ich habe das ewig gemacht und gar nichts gemerkt. Und andere haben dann irgendwie so richtig krasse Ergebnisse gezeigt, wie sich ihre Haare komplett transformiert haben. Die sind länger und dicker geworden. Ich mache das jetzt erst seit ein paar Wochen, deswegen kann ich da persönlich jetzt nichts zu sagen. Es gibt verschiedene Öle, die gut sein sollen für die Kopfhaut. Ich habe jetzt dieses hier, was ich auch oft auf TikTok gesehen habe. Das ist mit Rosmarinöl. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr Rosmarinöl benutzt, dass es gestreckt ist. Also das hier wurde bereits mit verschiedenen anderen Ölen gestreckt, weil Rosmarinöl alleine ist zu intensiv für die Kopfhaut und kann dann eher die Kopfhaut reizen. Meine Haare sind jetzt auch wirklich gar nicht mehr fresh, weil ich die zuletzt von einer Woche oder so gewaschen habe. Aber das ist ja perfekt dafür. Ich gehe hier erstmal mit so einer Bambusbürste rein und aktiviere schon so ein bisschen die Kopfhaut, indem ich sie so ganz leicht damit massiere, also so leichten Druck ausübe. So, und dann gebe ich das Öl auf die Kopfhaut. Ich trenne da einfach so ein paar, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das hier in meinem Zimmer zu machen, weil normalerweise mache ich es im Bad, aber naja. Ich trenne einfach so ein paar Partien ab und tropfe das direkt da rein. Wichtig ist auch, dass ihr jetzt nicht zu viel benutzt, also die Kopfhaut soll jetzt nicht vor Öl triefen. Ich verteile das dann erstmal so ein bisschen mit meinen Fingern. So, und der wichtigere Punkt ist eigentlich die Kopfmassage selbst. Ich glaube, das vernachlässigen dann viele, weil sie denken, das ist nur das Öl, was man da kurz reinmacht und einziehen lässt, aber im Grunde aktiviert man mit der Kopfmassage erst das Ganze. Und ich habe auf jeden Fall gehört, dass man das wirklich auch länger machen soll, also wirklich so 5 bis 10 Minuten. Ihr könnt übrigens auch ein Öl noch in die Haarlänge machen, das mache ich jetzt persönlich nicht. Ich gehe so ein bisschen nur mit meinen öligen Händen nochmal rein und ziehe das so ein bisschen runter. Ich mache mir auf jeden Fall auch wirklich immer einen Timer, damit ich es auch wirklich durchziehe. Ich benutze jetzt hier so eine Massagebürste, achtet auf jeden Fall darauf, dass diese Noppen nicht zu hart und spitz sind, damit ihr jetzt eure Kopfhaut auch nicht irgendwie angreift. Ihr könnt auch einfach eure Finger im Grunde benutzen. Ich finde, damit macht es einfach nur ein bisschen mehr Spaß. Und was auch ganz wichtig ist, ich sehe richtig oft so Leute, die da so richtig so drüber rubbeln. Macht das auf jeden Fall nicht, weil damit werdet ihr auch eure Kopfhaut reizen. Also geht da wirklich einfach so rein, setzt quasi die Bürste an und massiert das so auf der Stelle in kreisenden Bewegungen. Und dann setzt ihr quasi nochmal neu an und massiert wieder auf der Stelle. Und achtet darauf, dass ihr guten Druck ausübt, aber jetzt auch nicht extrem mit diesen Noppen da irgendwie reindrückt. So, und danach stecke ich meine Haare einfach locker nach hinten. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr die jetzt nicht so einer richtig strengen Sleek-Frisur irgendwie nach hinten steckt, weil die Haare in diesem Zustand schon empfindlich sind. Lasst das Ganze jetzt auf jeden Fall einwirken, während ich den Rest mache. Ich lasse das eigentlich
nie länger als eine Stunde einwirken, weil ich meistens nicht so viel Zeit habe, so lange damit zu bleiben und ich meistens auch einfach schnell morgens duschen möchte. Ihr könnt es ruhig so ein paar Stunden einwirken lassen, aber nicht über Nacht. Es soll wohl nämlich nicht so gut sein, wenn man das so lange einwirken lässt. Okay, next sind meine Nägel dran. Ja, die haben es auch nötig. So sehen die auf jeden Fall gerade aus. Der Nagellack ist schon teilweise abgesplittert und wir machen jetzt erstmal ab. Ich muss sagen, ich habe recht gesunde und starke Nägel. Also die werden schon von Natur aus recht lang und ich wurde schon ein paar Mal gefragt, was ich dafür mache. Aber ehrlich gesagt, mache ich dafür nicht wirklich was und ich glaube, das Einzige, was mir hilft, ist, dass ich die halt sehr oft einfach Natur belassen lasse. Also ich habe nie irgendwie Acryl, Gel, Shellac-Nägel. Ich hatte nur damals einmal zur Hochzeit Shellac und das hat meine Nägel so brüchig gemacht, einfach von einem Mal. Deswegen lasse ich da die Finger von, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch Nagellack habe ich jetzt nicht immer drauf und ich glaube, deswegen sind die einfach recht stark. Okay, so sehen meine Nägel jetzt aus. Ich werde sie jetzt noch ein wenig feilen. Ich habe schon gesehen, hier der Nagel ist eingerissen. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich benutze eine Glasnagelfeile und ich bin alles andere als ein Nagelprofi. Ich gehe einfach immer nur so in die Seiten rein und feile sie so ein bisschen mandelförmig. Ich finde das steht mir einfach am besten. Also ich gehe einfach so hier in die Seite so rein und feile das quasi so nach innen zur Spitze. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was ich mache an meinen Nägeln. Also ich benutze danach nicht irgendwie Nagelöl, ich mache nichts mit der Nagelhaut, also schiebe da nichts zurück oder schneide da irgendwas ab oder was man da auch immer alles machen kann. Und ich glaube, ich lasse es jetzt auch erstmal ohne Nagellack und lasse sie wieder so ein bisschen. Okay, so sehen jetzt meine Nägel aus und dabei belasse ich es jetzt erstmal. Okay, next sind die Augenbrauen dran. Die müssen ganz dringend wieder gezupft werden. Ich mache das schon seit immer selbst. Also ich lasse niemand anderes an meine Augenbrauen ran. Ich benutze dafür auch schon seit Ewigkeiten die Tweezerman Pinzetten. Glaubt mir, das sind die besten. Die sind einfach so richtig scharf und greifen die feinsten Härchen richtig gut. Ich muss meine Augenbrauen gefühlt eigentlich alle 2 Tage zupfen, weil sonst sich da immer direkt schon ein Dschungel bildet. Falls ihr jetzt das erste Mal zupfen solltet oder noch nicht so richtig eure Form gefunden habt, dann gibt es eigentlich immer so eine ganz gute Richtlinie, an der man sich so orientieren kann, dass hier die Augenbraue anfängt, dann durch die Pupille hinweg der höchste Punkt vom Bogen ist und hier dann die Augenbraue endet. Meine Augenbrauen sind jetzt auch nicht identisch, also eine ist so ein bisschen auch höher, wenn man so ganz genau drauf achtet. Also keine Zwillinge, aber Schwestern. Okay, Augenbrauen sind wieder fresh. Und jetzt widmen wir uns zur restlichen Gesichtsbehaarung. Und zwar mache ich jetzt Dermaplaning. Dermaplaning ist im Grunde die Gesichtsrasur für Frauen. Und dabei entfernt man diesen feinen Flaum an Haaren, den man auf dem Gesicht hat. Es ist nicht nur eine Rasur, sondern es ist auch gleichzeitig wie so ein Peeling, weil man auch abgestorbene Hauttüppchen damit entfernt und damit die Zellerneuerung ankurbelt. Also es hat auch noch weitere Vorteile generell für das Erscheinungsbild der Haut. Ich mache das jetzt nicht so regelmäßig, weil ich persönlich finde jetzt auch diesen Flaum nicht so störend. Man sieht ihn jetzt bei mir nicht so stark, weil ich das jetzt zuletzt noch gemacht habe und das noch nicht so extrem nachgewachsen ist. Aber ich habe normalerweise hier schon einen stärkeren Flaum, finde es aber wirklich an sich nicht so schlimm. Also es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Aber ich muss einfach sagen, dass Make-up und Skincare einfach so anders nochmal auf der Haut liegt, wenn man diesen Flaum nicht hat. Deswegen mache ich es einfach gelegentlich, wenn ich da Lust drauf habe. Ihr müsst keine Angst haben, dass die Haare irgendwie stärker, dunkler, dicker nachwachsen. Ich weiß, dieser Mythos ist immer noch irgendwie sehr verbreitet, aber es macht letztendlich gar keinen Sinn, weil ihr greift ja nicht irgendwie die Haarwurzel. Also ihr zieht das ja nicht an der Haarwurzel raus, sondern rasiert es eben so ab, deswegen kann sich nichts an der Haarwurzel irgendwie verändern. Dann können nicht plötzlich mehr oder dickere Haare nachwachsen. Es ist vielleicht höchstens so dieses Empfinden, was man im ersten Moment hat, wenn es halt nachwächst. Hier ist der Flaum einfach auch so fein, dass dann nicht plötzlich irgendwie so dicke Stoppeln nachwachsen. Ich mache das Ganze mit so einem Augenbrauenbürstchen und desinfiziere vorher die Klinge. Und dann gebe ich irgendein Gesichtsöl einfach auf die Stellen, wo ich das machen will, damit die Klinge so ein bisschen sanfter über die
Haut gleitet. Ich werde das jetzt auch nur hier an den Wangen machen und nicht irgendwie hier in diesem Bereich, weil ich meine, man sieht, dass ich da einige Unreinheiten habe und ich will die Haut dann nicht noch unnötig reizen. Und dann gehe ich einfach so vorsichtig über die Haut und rasiere die Härchen und die Hautschüppchen weg. Ganz wichtig ist, dass man nicht zu viel Druck ausübt, damit man eben die Haut nicht zu sehr reizt. Ich wünsche, ich könnte euch jetzt so richtig diesen Effekt zeigen, weil wenn mein Flaum so richtig da ist, dann sieht das so krass aus. Ist dann so richtig satisfying irgendwie, wenn man den so wegrasiert. Ich entferne übrigens auch mit diesen Augenbrauenrasierern immer hier den Damenbart. Ich bin da irgendwie zu faul, das irgendwie noch zu zupfen oder zu wachsen oder keine Ahnung was. Normalerweise würde ich jetzt noch irgendwas Pflegendes drauf machen, aber da ich später noch nach dem Duschen meine ganze Skincare mache, lasse ich das erstmal so. Aber da zumindest ist das Öl noch da, um das Ganze so ein bisschen zu pflegen. Ich würde auch empfehlen, dann wenn ihr das macht, an dem Tag nicht irgendwelche anderen Peelings, keine chemischen Peelings oder so, zu benutzen, weil die Haut eben schon so leicht gereizt ist und man sollte das dann nicht noch mehr ausreizen. So, es geht immer noch nicht unter die Dusche. Ich habe nämlich überlegt, dass ich jetzt noch ganz gerne ein Workout machen möchte oder ich mache ein Dehnvideo. Okay, ich habe mich jetzt fürs Stretching entschieden. Ich habe irgendwie jetzt nicht so die Energie für ein Workout. Okay, wir sind jetzt im Bad, wir nähern uns der Dusche, aber noch ein Step, bevor es auch wirklich durch die Dusche geht, das Trockenbürsten. Ich habe das vor so 2 Jahren ungefähr recht regelmäßig gemacht, aber habe es dann auch wieder so ein bisschen schleifen lassen, einfach weil ich immer so ein bisschen faul bin, was diese ganzen Beauty-Routinen angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Trockenbürsten soll verschiedene Vorteile haben, unter anderem soll es den Lymphfluss anregen, was dabei hilft, so Giftstoffe aus dem Körper zu transportieren. Es soll Wassereinlagerungen reduzieren, generell die Durchblutung fördern und weswegen ich es auch hauptsächlich gemacht habe oder gelegentlich mache, die Hautschüppchen entfernen. Ich habe einfach so eine Bürste und so eine Bürste, die so für Rücken nochmal ganz gut ist, um da besser ranzukommen, aber ansonsten benutze ich eigentlich so eine hauptsächlich. Ich habe auf jeden Fall jetzt nötig, Hautschüppchen zu entfernen, weil, ich zeige es dir einfach mal, es sieht echt sehr schlimm aus. Ich habe das Problem immer, wenn ich im Urlaub war und danach nachlässig bin, was Eincreme betrifft, weil ich zu sehr, sehr trockener Haut an meinen Beinen vor allem neige. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Meine Beine sind auch komplett unrasiert. Und ja, meine Haut pellt sich jetzt hier komplett und ich muss das jetzt einmal richtig peelen, also um hier mal die Reality zu zeigen, wie es gerade aussieht. Und was man beim Trockenbürsten auf jeden Fall beachten kann, ist es am vom Herz entferntesten Punkt zu starten. Das wäre quasi der rechte Fuß. Ich versuche es euch mal jetzt hier so zu zeigen. Ich werde es gleich aber auf Kamera machen, damit ich mich auch ausziehen kann und das wirklich auch gründlich machen kann. Aber im Grunde bürstet ihr euch wirklich einfach auf der trockenen Haut und seid dabei so, dass ihr leichten Druck ausübt, aber jetzt nicht zu feste und zu wieder drüber reibt und raschelt, damit ihr eure Haut nicht zu sehr reibt, aber wirklich so ein leichter Druck, den man auch gut spürt, um halt wirklich so Hautschüppchen zu entfernen. Und das mache ich dann einfach in so kreisenden Bewegungen und leise rieselt schon der Schnee. Aber das sieht echt so schlimm aus. Okay, das war eine intensive Dusche. Erstmal ganz viel trinken nach dem Duschen. Und ich gehe jetzt einmal mit euch durch, was ich da jetzt alles gemacht habe. Ich habe erstmal mit Shampoo gestartet. Das ist das, was ich derzeit benutze von Redken. Das mache ich auch sehr gerne. Ich shampooniere meine Haare immer zweimal ein, vor allem nach dem Hair Oiling, einfach um sicher zu gehen, dass ich wirklich alles an Öl da rausbekomme und auch nur das Shampoo in die Kopfhaut einmassieren. Danach habe ich eine Haarmaske benutzt und zwar habe ich da diese Fino Hair Mask benutzt, die ich damals in Tokio geholt habe und die mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Da kann ich euch auch gerne verlinken. Die macht die Haare so extrem weich. Also generell diese ganze Kombi an Produkten auch mit der Spülung. Meine Haare sind da immer so weich und glänzen richtig schön. Ich lieb's. Und während die Haarmaske eingezogen ist, habe ich ein Peeling benutzt. Da habe ich das hier von Estrid hier zu Hause. Das ist einfach so ein Sugar Scrub. Also bei einem Peeling, das kann man eigentlich auch ganz gut
selber machen. Dafür habe ich dann nochmal diese obere Hautschicht, die sich jetzt gerade nach und nach bei mir pellt, weiter abgepeelt und einmal so meinen ganzen Körper da auch sanft mit der Haut umgehen, vor allem wenn ihr davor Dry Brushing gemacht habt. Also im Normalfall würde ich jetzt auch nicht beides machen hintereinander, aber dadurch, dass ich jetzt diese Hautschicht einmal abpeelen wollte, was aber jetzt auch ein bisschen noch dauern wird, also meine Haut wird sich auf jeden Fall noch die nächsten Tage noch ein bisschen weiter nachpellen, habe ich das auf jeden Fall benutzt. Und als ich dann alles rausgewaschen habe, also auch die Haarmaske, habe ich noch meine Spülung benutzt und das ist die aus der gleichen Reihe wie von dem Shampoo und mit der Kombi bin ich zurzeit wirklich sehr zufrieden. Da habe ich ein Duschgel benutzt, da benutze ich zurzeit dieses hier, das habe ich einfach bei DM gekauft und mag ich vom Duft wirklich sehr gerne. Und dann zum Schluss habe ich noch meinen Körper rasiert, da benutze ich seit Jahren schon die Rasierer von Estrad sehr gerne. Zum Abschluss dusche ich mich mal ganz gerne einmal komplett kalt ab, das hilft dabei die Poren auf der Kopfhaut auch zu schließen und ich habe wirklich das Gefühl, dass mir das auch bei Schuppen immer ganz gut hilft und die Haare sehen dann nochmal glänzender und geschmeidiger aus. So, und ein letzter Step, der jetzt unter der Dusche noch dazu gekommen ist, und zwar habe ich, bevor ich dann aus der Dusche gestiegen bin und mich einfach ja, mit dem Handtuch abgetrocknet habe, habe ich Glycerin noch verwendet und damit einfach direkt auf der noch nassen Haut meinen Körper quasi ja, damit einmassiert. Glycerin hat nämlich die Fähigkeit, Wasser zu binden und das heißt, es hält quasi die Feuchtigkeit im Körper und deswegen auch ganz wichtig, dass ihr es quasi noch während der Körper nass ist, einfach macht. Also ich habe dann direkt in der Dusche mich damit einmassiert und habe mich dann quasi dann einfach so ein bisschen Luft trocknen lassen. Es dauert gar nicht so lange, bis man dann trocken ist mit dem Glycerin. Ich habe dann meine Haare hier eingewickelt und so ein bisschen gewartet und die Dusche vielleicht sauber gemacht etc. Und dann habe ich ganz leicht noch mit dem Handtuch so abgetupft. Übrigens, dieser Haarturban hat das Ganze für mich auf ein anderes Level gebracht. Ich habe vorher immer so normale Handtücher genommen und dann eben zu einem Turban gewickelt und mit dem ist es aber so viel angenehmer. Also erstmal ist das so ein Mikrofasertuch, was auch schon da für die Haare ist. Die Haare sind ja im nassen Zustand besonders empfindlich, deswegen sollte man da auch nicht irgendwie mit so einem rauen Handtuch einfach so drüber rubbeln. Und das Nice ist, die sind halt so eine Schlaufe und hier hinten ist so ein Knopf. Man macht es einfach so dran und seitdem verrutscht nichts. Das hält einfach. Ich kriege keine Kopfschmerzen, weil ich das irgendwie so eng gebunden habe. Und es ist einfach wirklich nice, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, übrigens, diese Routine wird den ganzen Tag gehen. Ich bin jetzt einfach schon seit irgendwie 3,5 Stunden dabei, natürlich mit dem Reden und so. Dauert das alles noch mal ein bisschen länger. Ich glaube, wenn ich das so für mich machen würde, würde es alles ein bisschen schneller gehen. Aber es ist wirklich ein Investment. Als nächstes geht es wieder an die Haarentfernung. Ich muss jetzt nochmal mein IPL-Gerät an den Achseln. Ich habe das eigentlich nie so an den Beinen gemacht, weil mir war das da irgendwie nicht so wichtig. Und dafür war es mir dann irgendwie zu aufwendig, weil es ja dann schon nochmal eine größere Stelle ist. Aber an den Achseln mag ich es wirklich sehr gerne, auch weil ich dazu sehr dicken Haarwurzeln neige und man die dann immer so durchschimmern sieht, egal ob sie jetzt frisch rasiert sind oder nicht. Und damit ist es einfach so viel nicer. Ich halte es einfach dran und löse den Impuls auf. Es tut auch gar nicht weh. Oh nein! Akku ist leer. Vielleicht kriege ich es noch schnell an der anderen Seite hin, bevor er gleich wieder ausgeht. Verdammt. Man muss vorher auch übrigens hier die Stelle dann rasieren. Nun gut. Was ich jetzt noch mache, ist Bodylotion zu benutzen, um auch das Ganze mit Glycerin nochmal zu versiegeln. Da benutze ich diese hier schon sehr, sehr lange sehr gerne von La Roche-Posay. Die ist wirklich lebensrettend, wenn ich wieder zu meiner trockenen Haut neige. Meine Haut fällt sich einfach immer noch. Oh. Meine Beine fühlen sich auf jeden Fall sehr, sehr weich an. So, Haare sind geföhnt. Ich habe euch da jetzt mal nicht so intensiv mitgenommen, weil ich glaube, das Video wird sonst viel zu lang, aber ich kann euch das vielleicht nochmal separat irgendwann zeigen. Wir sind jetzt nach dem Föhn immer noch so ein bisschen aufgeplustert, aber das legt sich dann noch. Okay, next ist meine Haut dran. Ich mag es irgendwie nicht so ganz gerne, meine Haut unter der Dusche zu reinigen. Ich mache das mal ganz gerne separat. Ich denke, ihr seht, wie meine Haut zurzeit aussieht. Also ich habe immer noch hier so diese Unreinheiten, aber ich muss sagen, es ist eigentlich ganz gut jetzt Zeit auf dem Weg der Besserung. Es sind hauptsächlich Pickel, Male, so ein paar Mitesser und
Hier sind noch so ein paar Entzündungen, die ja gerade ihr Ding machen. Und mein Körper muss gerade einfach noch so ein bisschen wieder in Balance kommen. Also nach den Spritzen und nach den ganzen Medikamenten, nach meiner OP, war es, glaube ich, alles so ein bisschen durcheinander. Und vor allem nach der OP wurde meine Haut hier echt schlecht. Und da waren sehr viele Entzündungen, die auch sehr wehgetan haben. Aber jetzt so langsam geht's. Und ich hoffe, dass ich auch in den nächsten Wochen meine Medikamente ausschleifen lassen kann und dann hoffentlich ganz absetzen, sodass sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Deswegen brauche ich auch keine neuen Produktempfehlungen oder so. Ich starte mit der Reinigung und benutze hier immer noch dieses Reinigungsöl, was ich in Japan gekauft habe. Das mag ich auch wirklich sehr gerne, weil das sehr sanft zur Haut ist. Ich habe eine Zeit lang auch dieses Double Cleansing gemacht, aber das mache ich jetzt eher seltener. Also das heißt, man startet mit einem Reinigungsöl und geht dann nochmal zu zum Beispiel einem Reinigungsschaum über. Da habe ich zum Beispiel das hier ganz gerne benutzt. Danach hat man wirklich das Gefühl, die Haut ist so quietschsauber. Aber ich mache das jetzt nicht mehr so oft, weil ich auch meine Haut nicht zu sehr austrocknen möchte oder meine Hautbarriere zerstören möchte. Und ich mache das eigentlich nur manchmal abends, wenn ich wirklich an einem Tag viel Make-up getragen habe. Aber normalerweise benutze ich eigentlich nur so ein Reinigungsöl. Davon so zwei Spuckspender. Und das Ganze in die trockene Haut einmassieren und wirklich auch so eine Minute kreisenden Bewegungen schön überall einmassieren und dann das Ganze mit etwas lauwarmem Wasser so leicht aufschäumen, nochmal einmassieren und abwaschen. Bevor ich jetzt meine Pflegeprodukte benutze, ist mein nächster Step meine Rotlicht-LED-Maske. Die benutze ich jetzt so seit einigen Wochen und ich bin irgendwie vor kurzem in so einen richtigen Loophole gekommen, wo ich so richtig viele Videos dazu gesehen habe, weil so viele Leute darauf schwören und es gibt wohl auch schon wissenschaftliche Studien zu den Vorteilen von Rotlicht. Unter anderem soll es die Produktion von Kollagen fördern, das heißt die Haut einfach noch praller machen und strahlender und leichte Fältchen zum Beispiel mildern und es soll auch gut gegen Pigmentstörungen sein. Da bin ich vor allem gespannt, weil ich habe hier so um den Mund vor allem auch so Pigmentstörungen. Diese Masken sind generell sehr teuer, es gibt auch günstigere, aber da gibt es auch dann immer wieder Unterschiede und meine war auf jeden Fall nicht gerade günstig, deswegen werde ich einige Monate warten, bis ich da irgendwie eine Kaufempfehlung aussprechen sollte oder bevor ich sage, ob ich es gut oder schlecht finde. Ich teste das jetzt erstmal so für mich und werde euch da auf jeden Fall in Zukunft nochmal berichten. Man schnallt hier auf jeden Fall so rum. Es sieht auf jeden Fall sehr funny aus. Und dann ist das so an. Es gibt ja auch diese Infrarotlampen und das ist auf jeden Fall nochmal anders als diese Rotlichtmasken. Also die wirken unterschiedlich. So wie ich es verstanden habe, sind diese Infrarotlampen so, dass sie nochmal tiefer eindringen und deswegen auch zum Beispiel gut sind gegen Entzündungen oder Muskelentspannung. Was? Wie soll ich dich jetzt küssen? Viel Spaß. Danke. Bei diesen Lampen muss man auf jeden Fall auch nochmal aufpassen, dass man da nicht zu nah rangeht, weil das, wie gesagt, auch anders quasi das Licht dosiert ist. Ich bin jetzt auch kein Profi in dem ganzen Gebiet, aber das ist jetzt das, was ich bisher so davon verstanden habe. Das geht auf jeden Fall 10 Minuten und geht dann von alleine aus und ich mache das so, ja, so 4-5 Mal die Woche ungefähr. Okay, die 10 Minuten sind oben. Nicht wundern, ich habe hier so eine Druckstelle von der Maske. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist es, die Maske noch so auf den Kopf zu legen. Ich weiß, es sieht richtig absurd aus. Aber Rotlicht soll auch das Haarwachstum fördern. Und ja, was soll ich sagen? Wenn ich die Maske eh schon habe, nutze ich sie natürlich auch dafür. So chill ich jetzt auf jeden Fall nochmal weitere 10 Minuten. Okay, wir schließen jetzt alles langsam ab mit der Hautpflege. Und da benutze ich als erstes immer ein Serum. Ich habe da verschiedene Serien, die ich ganz gerne immer benutze. Entweder zum Beispiel das hier von Caudalie. Dann habe ich zum Beispiel das hier von La Roche-Posay oder das von The Ordinary. Ich werde heute mal das hier benutzen. Das ziehe ich einfach in die Haut ein, auch nicht den Hals und das Dekolleté vernachlässigen. Ich versuche immer zwischen den Steps auch so ein bisschen zu warten, bis das eingezogen ist. Ich massiere so ein bisschen mein Gesicht hier. Was man jetzt nämlich theoretisch auch machen könnte, wäre die Gua Sha Routine. Wenn ich mich nicht irre, kommt diese Methode aus der chinesischen Medizin und im Grunde geht es dabei auch darum, die Durchblutung zu fördern.
fördern. Es soll dabei helfen, wohl das Gesicht so zu liften und definierter zu machen. Am besten auch dann mit einem Öl arbeiten, damit der Washerstein wirklich gut über die Haut gleiten kann. Ich bin da kein Profi, deswegen werde ich jetzt nicht erklären, wie das genau funktioniert. Was ich nur mal gehört habe, was viele falsch machen, ist, dass die quasi den Stein so senkrecht ansetzen, aber man soll den wohl wirklich so anlegen und dann so nach hinten. Das geht jetzt natürlich nicht ohne Öl, aber ich möchte jetzt heute nicht nach dem Serum noch ein Öl auftragen. Man würde nämlich auch hier dann arbeiten und mit meinen Unreinheiten und so möchte ich das heute jetzt eher nicht machen, aber ich dachte mir, ich erwähne es mal, weil es auch einer der Trends ist, der sehr oft gezeigt wird. Stattdessen werde ich jetzt einfach noch eine Creme auftragen. Ich benutze jetzt passend zu dem Serum auch diese hier von Caudalie. Wenn ich jetzt noch rausgehen würde, würde ich auf jeden Fall noch irgendwas mit SPF auftragen, aber das spare ich mir jetzt. Ich trage die jetzt auch richtig schön dick auf, damit die so richtig einziehen kann. Ich werde mich heute auch nicht mehr schminken. Also an so einem Tag würde ich mich sowieso danach nicht schminken. Dann hätte ich irgendwie das Gefühl, dass diese ganze Routine für umsonst war, weil ich will jetzt einfach so richtig clean bleiben. Und ich trage jetzt noch die Augencreme auf. Also eine Augencreme nutze ich immer verschiedene ganz gerne. Ich mag auch die Avocado Eye Cream von Kiehl's ganz gerne. Da habe ich immer das Gefühl, dass das auch ganz gut gegen meine Schatten hilft und das so ein bisschen ja, aufhält. Ich habe ja schon so mit dunkleren Augenschatten auch ja, zu kämpfen. Ich klopfe das ganz leicht ein. Und Leute, ich kann es nicht glauben, aber wir sind durch. Jetzt wird den restlichen Sonntag nur noch entspannt. Das Ganze hat tatsächlich fast 5 Stunden jetzt gedauert. Also eventuell werde ich wahrscheinlich nicht so oft das alles an einem Tag machen, weil es ist schon eine Menge. Und danach ist man erstmal erschöpft, obwohl es eigentlich nur Beauty-Treatments waren. Aber ich hoffe, es war irgendwie interessant und ihr konntet was davon mitnehmen. Schreibt mir gerne, ob ihr vielleicht eine ähnliche Routine habt, welche von den Punkten ihr in eurer regelmäßigen Routine habt, was ihr eher seltener macht, was ihr vielleicht neu ausprobiert. Das interessiert mich auf jeden Fall sehr und ich freue mich immer so ein bisschen auch Tipps von euch abgucken zu können. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich durch irgendeinen der Punkte irgendwie Veränderungen merke. Also wenn ich merke, dass es dann auch wirklich was gebracht hat. Ansonsten habe ich mir jetzt einen Tee gemacht, eine Papaya aufgeschnitten. Seit dem Urlaub liebe ich Papayas. Ich bin richtig obsessed damit. Ich lese jetzt den restlichen Sonntag in meinem Buch. Ich bin derzeit beim zweiten Teil der Magnolia Parks Reihe, Daisy Hates, und werde auf jeden Fall auch berichten, wie ich die Reihe finde. Jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, beende ich diesen Vlog an dieser Stelle. Wie gesagt, ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn ja, und über einen Kommentar. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Vlog wieder. Bye!